mir. Heute gibt es ein Get Ready With Me fürs Straßenfest. Und zwar bei mir in der Stadt habe ich so ein Straßenfest. Und also so eine Kirmes mit Fahrgeschäften und alles drum und dran. Und dafür mache ich mich eben heute in diesem Video fertig und nehme mich da auch ein bisschen mit. Und so, meine Haare sind jetzt ein bisschen auch getrocknet und im nassen Zustand habe ich die eben dann zu einem Huhnzopf gemacht. Und jetzt werde ich die noch schön hier sleek machen und ja, und dann noch so Edges machen und dann kommen wir auch zum Schminken. Heute werde ich kein Fullface machen. Ich hatte eigentlich vor, Fullface zu machen, aber ich mag es irgendwie nicht mehr richtig. Deswegen machen wir so Klingel-Make-up eher und ja. Ich möchte noch eine kurze Sache empfehlen. Die Sache hier von Balea, das ist eine Sprühpflege. Wenn eure Haare verknotet sind, dann könnt ihr es einfach in eure Haare sprühen und dann ist es viel leichter zum Kämmen. Und genau, deswegen holt euch das. So, meine Edges sind fertig. Ich habe einmal hier vorne zwei gemacht, dann hier einmal diese kreisenden und dann hier noch zwei außen. Ich weiß noch nicht, ob ich die lassen soll oder vielleicht auch noch wegmache. Muss ich noch gucken. Habe ich noch meine Augenbrauen in die Form gegelt und noch Wimpern geklebt. Das sind einmal die von B&Q Lash. Ich finde die richtig gut. Die sind einfach so wie Lash Extensions. Ich habe den Link dazu in meiner TikTok-Bio. Tue ich euch in meiner Beschreibung auch nochmal verlinken gerne. Und genau, jetzt tue ich mir noch ein Outfit raussuchen. Und das mache ich jetzt gemeinsam mit euch. Da es ja nicht so warm ist, werde ich einen Pulli anziehen. Und zwar einmal hier den Nike-Pulli in Grau. Und dazu noch die passende Hose in Grau. Also ist es nicht von Nike, aber halt auch eine graue Hose eben. Die Breite, die habe ich von H&M. Und ich denke, Grau und Grau sieht ganz cool aus. Und ja, das ziehe ich mal ganz kurz an. Also das ist mein Outfit. Das ziehe ich, glaube ich, mit den weißen Air Force an, wegen dem Nike-Logo, weil es auch weiß ist. Deswegen passt es ganz gut. Auch eine helle Farbe. Und ja, deswegen denke ich, sieht es dann ganz gut aus. Und jetzt muss ich noch ganz kurz was irgendwie an meinen Wimpern entweder ändern, weil die sehen so komisch irgendwie aus. Deswegen, ich glaube, ich klebe mir andere Wimpern. Und ich mache die alles ab. So Leute, ich habe jetzt wieder nicht viel mitgefilmt, aber ich habe diese Jacke von gestern, dann einmal den Nike-Pulli. Ich habe noch diese Kette hier angezogen und habe dann diese Versace-Tasche noch an. Da ist eben Geld und alles Mögliche drin. Dann habe ich noch meine weißen Air Force angezogen und eben die weiße graue Jogginghose. Und das ist meine Frisur. Ich wollte eigentlich meine Haare offen lassen, aber da es halt regnet und meine Haare dann nicht schön aussehen, wenn sie so lockig sind, habe ich dann doch ein bisschen gemacht. Ich hätte es ja glätten können, aber weil es regnet, werden dann eh wieder wellig geworden. Ja. Und jetzt gehe ich eben los und filme euch ein bisschen mit. So, ich habe mir jetzt einmal noch Slush geholt mit meiner Freundin. Ich habe in der kleinen Größe geholt, meine Freundin mit normaler Größe. mit der normalen Größe. Also ein bisschen größer halt. Und sie hat Blaubeere-Himbeere geholt. Ich habe auch Blaubeere-Himbeere geholt. Ja, holt immer gemischt, Leute. Schmeckt richtig krass. Und jetzt tun wir uns irgendwo hinschieben, wo nicht so viele Menschen sind. Also eher gesagt, niemand ist. Und warten noch zu anderen Freunden und dann tun wir auch ein paar Sachen fahren und so. Und da nehme ich euch auch mit. Wir tun hier gerade richtig viele Treppen laufen, deswegen. Ja, ein bisschen anstrengend, merkt man, glaube ich. Wir fahren jetzt Musikshop. Alright. Wir fahren jetzt Breakdancer, Leute. Oh mein Gott. So, everybody, Breakdance, here we go. Wir haben uns noch eine Dönerbox geholt und eine Fanta. Zeig ich mal. Genau. Und ja, wir gehen dann bald wieder ins Straßenfest. Thank you.
Tag und ja, heute ist Sonntag, der 23. Juni und wir machen uns wieder fertig fürs Straßenfest. Und zwar habe ich gestern ein bisschen mitgefilmt, heute werde ich ein bisschen mitfilmen und morgen ist der letzte Tag vom Straßenfest, also filme ich da auch noch ein bisschen mit. Eigentlich hatte ich vor, den Vlog an einem Tag komplett zu filmen, aber ich dachte so, nee, lieber tue ich das einteilen jetzt, immer an einem Tag ein bisschen zu filmen, anstatt an einem Tag komplett alles mitzufilmen. Das wäre auch ein bisschen stressig geworden, auch ein bisschen blöd geworden, weil ich war ja mit Freunden auch da und die wollen ja auch nicht, dass ich die ganze Zeit noch im Film bin. Wir wollen ja auch ein bisschen Spaß haben und genau. So, ich fange direkt an, mich fertig zu machen. Ich werde jetzt hier einmal meine Augenbrauen machen und gel die einfach erstmal hoch. Und dann tue ich die mit dem Kamm hier formen. Und ich bin ja auch gerade nebenher live, das kann ich euch hier kurz zeigen. Leute, schreibt mal alle Hallo ein oder so. Kannst du mich grüßen? Grüße gehen raus an Asya. So, ich habe meine Wimpern jetzt hochgebogen. Jetzt tue ich das mit der Glam & Doll Mascara hier von Catrice einmal tuschen. So, ich habe jetzt hier einmal den Lockenstab in meinen Haaren eingewickelt. War das jetzt deutsch? Und ich muss kurz hier meine Kamera abstellen. Wow! Aber weiß ich jetzt nicht. So, ich habe meine Haare jetzt ein bisschen nochmal geglättet, aber später tue ich die nochmal komplett glätten. Da sind noch ein paar Wellen drin. Und jetzt tun wir kurz noch ein bisschen schminken, weil sonst sehe ich komplett weiß aus und das will ich jetzt eigentlich nicht. Ich benutze jetzt einmal hier den Primer hier von Trinidad Up. Ich finde ihn so, so gut und er riecht auch richtig gut. Irgendwie so nach Blueberry. Also irgendwie erinnert mich dieser Geruch an Red Bull Juneberry. Dieses hellblaue eben. So, ich verwende jetzt einmal hier die Foundation von Manhattan, die ist so, so gut für den Sommer vor allem. Die gibt einen richtigen Glow-Up, deswegen kann ich die euch nur empfehlen. Das Ganze verblende ich jetzt mit einem Beauty-Blender. Ich habe gerade einmal das Outfit an, und zwar diese Jogginghose hier mit dem Top. Aber ich glaube, das Top, das würde runterrutschen, wenn ich irgendwelche Attraktionen, also Fahrgeschäfte fahre. Deswegen, ich ziehe noch ganz kurz anderes an und dann melde ich mich wieder. So, ich habe meine Haare jetzt offen gelassen. Ich wollte eigentlich einen Zopf, glaube ich, machen, aber ich lasse jetzt doch offen. Bei den Fahrgeschäften kann ich ja meine Haare zubinden, ich nehme noch extra Haarbügel mit. Dann habe ich einmal hier das weiße Crop-Top an ohne Träger. Dann habe ich noch diese graue Jogginghose an mit den weißen Air Force. Und Leute, ich weiß nicht, was mit meinen Air Force passiert ist, aber die sind komplett schmutzig auf einer Seite. Ich muss hier, glaube ich, seht ihr das? Ich weiß nicht, in was ich getreten bin oder was da passiert ist, aber ich habe das auch erst heute Morgen entdeckt und ich weiß nicht, wie das jetzt zustande gekommen ist, aber ja, das ist auf jeden Fall mein Outfit. Jetzt will ich noch ein paar Armbänder anziehen. Und zwar habe ich jetzt hier ein paar. Und ich ziehe jetzt hier einfach ein paar an. Und zwar einmal zum Beispiel das hier. Das hier. Dann habe ich noch diese zwei hier angezogen. Jetzt mache ich mir noch hier von Kiko Milano das Parfüm einmal drauf. Dann noch hier von Sol de Janeiro einmal das Body Spray. Das ist so ein krasser Duft. Es gibt noch einen anderen Duft, der dunkelpinke. Und das ist noch krasser, Leute. Also es riecht noch besser. Holt euch auf jeden Fall das. Und das ist ein dunkelpink. So, ich bin jetzt auf dem Weg zu einer Freundin und ja, weil sie wollte zwei Tops von mir ausleihen. Also sie guckt, welches sie anzieht. Deswegen habe ich zwei mitgenommen und ja, und dann werden wir auch los in die Stadt gehen und dann bleibe ich da auch weiterhin mit. Ich bin angekommen und hier gibt es ganz viele Stände eben zum Essen und sowas. Ja, ich zeige euch da so ein bisschen Sachen. Ich habe gerade Lena gesehen, also von Lisa und Lena. Ich wollte nach einem Bild fragen, aber ich habe schon mal mit einem Bild mit denen gemacht. Und ich habe auch mal letztes Jahr im Sommer die bei diesem Restaurant gesehen bei uns. Und habe ich auch gefragt, ob sie ein Bild machen können. Sie meinte, sie macht keine Bilder mehr oder so. Ja, kann ich auch verstehen, weil sie einen anderen auch da war, aber ja. Fans von mir getroffen, die haben mit mir gerade ein Bild gemacht. Die wollen euch Hallo sagen.
richtig süß und ja, viel Spaß euch noch. Ciao. So Leute, ich bin gerade von der Schule nach Hause gekommen und heute ist der 24. Juni und zwar der Montag und heute ist der letzte Tag vom Straßenfest, also vlogge ich da auch noch ein bisschen mit. Wir machen uns wieder gemeinsam fertig, ich werde hier ein Get Ready With Me ganz kurz filmen, also hier werde ich nicht so viel mitfilmen wie auf TikTok, also ich mache auf TikTok auch noch ein kurzes Get Ready With Me, da filme ich ein bisschen mehr mit als hier und ich glaube hier werde ich einfach nur ganz kurz zeigen, was ich so benutze und wie ich das kurz auftrage. Nein, das macht keinen Sinn, wie soll ich das auf TikTok dann wieder machen? Zuerst trage ich wieder Primer auf und zwar den hier von Trended Up. So, ich habe einmal jetzt dieses Outfit an, also ähnlich wie gestern, also einfach eine andere Hose und eben nochmal das Top, das ist nicht das gleiche von gestern, ich habe das halt doppelt gekauft. Und jetzt habe ich noch Armbänder hier, die ich noch ganz kurz anziehen werde und dann ziehe ich noch weiße Air Force im Outfit an, weil ich eben ein weißes Top dazu habe. Das müsste dann so kombinieren, so ihre Farbe von einem Top ist, dann einfach am besten die Schuhe auch dazu nehmen. Nehme ich halt wieder meine Tasche hier mit und brauche noch, glaube ich, eine Jacke, weil ich glaube, es wird ein bisschen kälter nachts. Genau. Noch eine Runde kostenlos fahren, Leute. Oh mein Gott. Und dann geht's auf den Nachhauseweg.
So Leute, ich bin wieder zurück vom Straßenfest und wieder mal war es dieses Jahr richtig, richtig cool. Ja, es gibt jedes Jahr bei uns und ich freue mich jedes Jahr darauf. Und was ich auch richtig cool fand, dass bei den Fahrgeschäften richtig coole Musik lief, also die man eben auch von TikTok oder so kennt. Und ja, ich habe mich sehr darüber gefreut. Eine kurze Sache möchte ich noch ansprechen, dazu komme ich aber gleich. Und zwar geht es um die Fahrgeschäfte, um die Musik. Leute, es hat so krass gebockt. Und zwar war es halt eben so Musik, die man eben von TikTok oder so kennt, die im Trend ist. Und zwar kommt mein Musikgeschmack, deswegen hat es noch krasser gebockt, auch mitzusingen und da mitzufilmen und zu fahren. Aber leider musste ich eben die ganzen Sachen, die ich da mitgefilmt habe, musste ich halt stumm schalten und eben eine Hintergrundmusik laufen lassen. Es ist nämlich so, weil wenn ich ein Video jetzt, also wenn ich das ohne Stummschalten gepostet hätte, dann wäre mein Video wieder gesperrt worden. War es gerade Deutsch? Ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Und zwar wird es da angezeigt, dass es Copyright ist, dass die, also dass die Musik darin nicht laufen darf. Das ist irgendwie bei YouTube so ein bisschen blöd, aber ja, aber könnt ihr gerne meine Insta-Story vorbeigucken. Ich habe da ein Highlight mit so einem Achterbahn-Emoji und da habe ich ganz, ganz viele Sachen von Straßenfest, Vasen, Kürbis, sonst was drin. Und da läuft immer richtig, richtig coole Musik und es war richtig, richtig cool. Es hat richtig, richtig Spaß gemacht. Und ja, das war's auch schon mit meinem Vlog. Ich hoffe, der hat euch gefallen. Es waren jetzt 3 Tage, die ich mitgevloggt habe. War halt irgendwie alles ähnlich. Ich habe also mitgefilmt, wie ich mich fertig gemacht habe und eben gezeigt, wie ich da gefilmt habe auf den Fahrgeschäften. Aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und ist natürlich ein bisschen langweilig geworden. Gut, und jetzt kommen wir auch noch zum Grüßen. Der erste Gruß geht raus an SmoothieSummer8712. Sie hat einmal geschrieben: So hübsch, könntest du mich im nächsten Video grüßen? Schau immer deine Videos. Heiße Julia. Grüße gehen raus an dich, Julia. Vielen lieben Dank für deinen Support. Und der nächste Gruß geht raus an Emily Vanya. Sie hat einmal geschrieben: Hey, ich wollte nur sagen, dass ich dich schon lange verfolge und finde auch schön, dass du dir immer Mühe gibst bei deinen Videos. PS, du bist mega hübsch und sympathisch. Würde mich freuen, wenn du mich im nächsten Video grüßt. Heiße Vanya, hab dich lieb. Vielen lieben Dank, Vanya. Grüße raus an dich. Und ja, Leute, das war's mit meinem Video. Übrigens noch, bevor ich das Video komplett beende, vielen lieben Dank für 9000 Abonnenten. Ich habe die am Freitag frisch geknackt. Leute, ich bin sprachlos. Und jetzt, Leute, jetzt kommt's. Freitag, wir haben jetzt Dienstag. Es ist nicht mal eine Woche her. Und ich habe jetzt, am Freitag habe ich 9000 bekommen, jetzt ist Dienstag. Das sind 5 Tage oder so. Nein, nicht mal, oder? Ich weiß nicht. Und Leute, jetzt habe ich einfach die 9500. Mir fehlen nur noch 500 bis zu den 10.000. Ich bin so, so glücklich. Ihr wisst nicht, wie glücklich mich sowas macht. Ich werde mich auf jeden Fall schon mal vorbereiten, um die Verlosung zu planen. Und jetzt will ich auch schon das Video beenden. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Gerne abonnieren, Glocke aktivieren, um kein weiteres Video von mir zu verpassen. Dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bye, bye, hab euch lieb.